Moin Moin und herzlich willkommen bei Blood and Brain Digital in einem weiteren Snacken durch. Aktuell laufen auf Steam ja die Indie Game Days um 2 Tage, 13. und 14. also heute letzter Tag, aber keine Angst. Die meisten Entwickler haben gesagt, hey, jo, wir lassen unsere Demos noch bis zum nächsten Wochenende oder darüber hinaus online. Also daher, wenn ihr dasselbe ausprobieren wollt, was ihr seht, unten in der Videobeschreibung ist der entsprechende Link dann verknüpft und dann, ja, mit etwas Glück ist die Demo noch da, je nachdem. Ansonsten könnt ihr auf der Steam-Seite folgen, ist natürlich auch eine coole Sache. Na, also so oder so, einmal in die Videobeschreibung gucken. Meine Güte. So, ja, wir testen jetzt Okinawa Rush. Ein, ja, Jump'n'Run, Martial Arts, Hau drauf, Prügel, Mix-Game. So, ich denke, das ist eine ganz gute Mischung. Witzigerweise zeigt Steam mir an, ähnlich wie Spiele, die sie gespielt haben, DC Universe Online. Was völlig abseits von diesem Spiel eigentlich ist. Sehr schräg. Coole Sache übrigens. Okinawa Rush wird auch einen 2-Spieler-Local-Co-op-Modus erhalten. Ba-bam! Sehr coole Sache, was wir dann natürlich nutzen werden, wohl auch für unseren Double Trouble ja, Twitch-Stream. Genau, den ich mit mir und einer Freundin zusammen mache. Double Trouble Twitch-Streams oder auch Double Trouble Videos. Immer mit meiner Freundin zusammen. Das sind 2-Spieler-Local-Co-op-Games halt. Und ja, da fällt das dann auch drunter. Also wenn es dann halt irgendwann raus ist. Und insofern es uns auch gefällt gleich. Das werden wir sehen. Ich werde erstmal umschalten. Oh ja, Double Trouble ist ein neues Konzept, was wir gerade versuchen zum Laufen zu bringen. Mit The Swords of Ditto haben wir angefangen, aktuell auf Twitch. Und ja, mal sehen. Mal sehen, wo die Zukunft uns hinbringt. So, das Bild ist da, der Ton ist da, es müsste eigentlich alles funktionieren. Hier, wie auch schon bei den anderen beiden Stacken durch, die ich jetzt getestet habe während des Indie-Festivals hier. Auch hier wieder sehr geile Sache. Man kann es auf Deutsch stellen. Mwah, großartig. 3 Spiele getestet, 3 Spiele kann man auf Deutsch stellen. Mwah, großartig. Gut. Wir sind Hero, der Hero. Oh. Ich dachte, es geht schon los. Zwischensequenz weggedrückt wohl. Ah, halt gedrückt, um zum Boxsack zu laufen. Keine Taste, das stimmt ja gar nicht. Das ist nämlich diese Taste. Baba! Ich habe die Knöpfe extra neu belegt. Das ist die Sprungtaste. Genau. Okay. Aha. Achso, Moment. Nee. So, aha. Ja, ja, genau, wen soll Mortal Kombat spielen? Das ist ein Guardbreaker ab. Okay, nee, warte, so. So? Nee. So? Achso, aha. Ah. Gar nicht so einfach. Jetzt noch hiermit? Nee. Warte. Moment. Achso, hier muss natürlich auch den treffen. Naja, Aha. 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 Oha. Okay, cool. Was war jetzt Ritzo? Naja. Achso. Ah. Ah. Oh. Ja, ob wir uns das alles merken können? Ha. Wieder ein aufgeladener Tritt. Na gut. Okay, weiter geht's. Wow. Nice. Gut überlegt soweit. Auch wenn Kombos jetzt vielleicht nicht unbedingt meins sind, denn so. Können wir da runterfallen? Oh. Können wir. Ich spiele es übrigens über den Xbox-Controller. Da kommen wir gar nicht weiter, ne? Nee. Okay, gut. Aha.
Was mit ihm hier? What happened? Was ist passiert? They wiped us out. Hundreds dead and others were taken. Gut, ja. Yes, but these were crazed and possessed. Please heal me, if you can. Ah. There. Blocking oh. Enemy attacks. Tap towards the direction of the danger to parry. Okay. Ah, kann ich auch wieder aufsammeln. Ja gut, du musst... Oh. Jetzt mal klarkommen mit der ganzen Steuerung. Oh, eine Waffe gefunden. Mein Gott, was ist denn nun los? Okay, das ist ganz schön wild. Also nicht, dass es schlimm wäre jetzt, aber das... Oh. Oh nein, ich hab's geworfen. Nein. Oh nee, vielleicht war's auch kaputt. Ach, da oben läuft eine Zeit, aber wir haben gar nicht so viel Zeit. Oh. Oh Mist, ich bin festgehalten. Falsche Taste. Nicht mit mir. Das ist ja richtig wild, meine Güte. Warte, wenn wir gedrückt halten? Nee, wenn wir nach oben machen, denn... Aha. Okay, verstehe, ja. Wenn wir nach oben machen, dann machen wir diesen Supersprung. War da nicht noch einer eben? Oh, warte. Was ist das da? Ah. Oh, wir müssen weiter. Was? Soundleiste aktiviert, drücke unten und du hast einfach ein... Was? Oh. Okay. Wenn der Powerschlag... Oh, der hat gesessen. Okay. Ich war zu langsam. Fangen wir mal ganz von vorne an oder vom letzten Feuer? Ah. Okay, jetzt wird die Sequenz, ja. Ja, man muss da wirklich erstmal in die Steuerung reinkommen, ja. Und ich glaube, dass mit dem Abwehren habe ich auch noch nicht so raus. Oh, das war cool.
Ja. Okay, hier ist aber nichts mehr, ne? Mein Gott. Hm. Ja, habt ihr. Das hatte ich so gedacht, ne? Mistkerl. Oh, oh Gott, da klingelt irgendwas gerade. Ein Moment. Muss ich aber kurz so machen. So. Muss ich jetzt leider gerade ablehnen. Aber wir sind auch gleich durch hier, glaube ich. Entschuldigung für diesen wahrscheinlich krassen Lärm jetzt gerade. Oh. Oh, grüne Ninjas, ah. Mehr Schwert, danke. Befreien wir, die freuen sich. Oh. Ah, doch, da war ein Stachel. Ah. Na gut, ein noch. Ein Credit haben wir noch. Ich verliere auch die ganzen Punkte, ne? Ah. Übel. Okay. Okay. Nochmal. Ah. Ah, Mist. Hm. Oh, oh. Hm. Ist er explodiert? Ah, neues Schwert. Okay. Oh, ist da oben denn? Oh, ich habe mich hier weggeworfen, oh Mann. Okay, wenn wir den mit den Special Moves umnannten, dann gibt das extra Punkte, wenn ich es richtig sehe. Sieht so aus, ne? Hier runter? Oh. Alle mal befreien hier gerade. So, so. Hm. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wann wir zu wütend sind. Also wütend genug sind, sagen wir es so. Weg hier ist ein Weg. Jetzt ging's. Oh, oh, ah, ah. Game over. Na, nein. Also gut, ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck davon erhalten, wie das ist. Die Steuerung ist ganz schön fix. Also man ist verdammt schnell unterwegs, ne? Ich muss das nachchecken hier, warte mal. Die Aufnahme geht jetzt Viertelstunde. Na gut, okay. Hätten wir noch weitermachen können, theoretisch Viertelstunde, aber gut. Dann wird es halt ein kurzer Snacken durch. Ich meine, wir haben die Idee des Spiels ja verstanden. Haben wir zwei Spiele? Wir gucken mal kurz in zwei Spiele rein. Ah. Ach, guck mal. Hiro Yashima, legendärer Karate-Meister, Schöpfer des Kinshu Kia Systems.
Mylene. Eine tödliche Kung-Fu-Rächer. Ein tödlicher Kung-Fu-Rächer mit mysteriöser Vergangenheit. Spieler 2 muss einmal da irgendwie. Mal gucken, wenn wir den zweites Gamepad anmachen, können wir ihn dann bewegen? Das geht? Ne, scheinbar. Mylene, okay, gut. Wir kommen auch gar nicht zurück, ne? Ne? Escape? Welche Testbelegung hatten wir denn? Okay. Müssen wir mal gucken. Einstellung. Setup. Vielleicht. Profil auswählen. Was ist. Erstmal hier. Controller Setup. Zurück. Ah, springt aber ganz zurück ins Hauptmenü. Das ist natürlich ein bisschen doll. Setup. Profil auswählen. Geht gar nicht, ne? Ne. Dann haben wir zurück nochmal. Steuerung. Können wir hier vielleicht direkt. Aha. Ja. Aber er macht nichts, ne? Nee. Warum nicht? Also er kennt den Joystick an. Aber er aktiviert ihn nicht. Geht vielleicht noch gar nicht. Ich teste ihn noch ein bisschen rum gerade, aber. Ne? Also, wie gesagt, er erkennt ihn an, aber ich kann auch nichts ändern oder sowas. Aber theoretisch. Ne. Sie fragen natürlich wieder, wie kommen wir zurück? Escape? Ne, ne? Doch gedrückt halten oder was? Also. Controller prüfen. Wir können ja auch nichts ändern, ne? Controller prüfen. Na gut, nee. Können wir scheinbar nicht ändern. Also ist vielleicht noch gar nicht integriert, der Zwei-Spieler-Modus. Teste nochmal. Nee. Ah, doch, jetzt ging's. Wer ist er denn? Yashima. Hiros Bruder interessiert sich für Qui-Gon, Kondition und Langlebigkeit. Wir haben aber verschiedene Werte. Er hat viele Lebenspunkte und so. Testen einfach mal gucken. Geht direkt an den Klippen los. Tutorial wird übersprungen, okay. Also Nummer 1, das bin ich. Ah. Ja. Oha, auch andere Fähigkeiten, ja. So, Spieler 2, wo? Ah, da ist Spieler 2, okay. Da geht doch mit dem Gamepad, okay, gut. Gedrückt halten. Das ist alles? Na gut, okay, die ist halt schnell. Dann kann die noch höher, auch höher springen. Also wenn ich das vergleiche mit seiner Fähigkeit hier. Oh. Sorry. Da, ich meine, ne? War schon heftig. Kann man eigentlich Charaktere wechseln jetzt auch irgendwie? Warte mal. Kann man wahrscheinlich nicht. Eine Zusatzoption? Sprung wiederholen, Pseudo-Verzögerung, Zeitabschnitte zeigen. Ah, okay, gut. Da kann man noch Sachen einstellen. Gehen wir mal kurz hierhin zurück. Jetzt schaffen wir doch noch ein paar Minuten mehr. Zwei Spieler, nochmal. So. Aha. Ja, gut. Jetzt geht das, ja. Was hat sie denn? Sie hat so eine Fähigkeit da unten, ne? Vielleicht ist es irgendwie Reichweite oder so? Ich weiß es nicht genau. Und er ist halt, ja, durchschnittlich, ne? Er ist in einem so, ne? Er hat ordentlich Lebenspunkte und hat diese Wow-Fähigkeit. Nur kurz gucken. Sein Schlag? Shin.
Sein Schlag war, glaube ich, auch eher eher grenzt, ne? Mal gucken. Ne, okay, ist genau der gleiche. Gut. Wie sieht denn das aus, wenn beide gleichzeitig hier? Lass mal gucken. Ey. Ist ja nicht. Tja. Beide gleichzeitig A drücken. Oha. Weggeballert, ey. Oh, so, dann kann man ihn wiederbeleben. Ah, okay, gut. Nice. Ja gut, ist wahrscheinlich häufig nötig hier, weil das Spiel ist ja doch relativ fix unterwegs, ne? Also warte mal, hat er jetzt eigentlich dieselben Einstellungen wie ich? Ne, muss man nochmal neu einstellen, denn neu kalibrieren quasi das Gamepad. Ja, sehr coole Sache, das. Interessant. Also was mich etwas, ja, also man hat viel, diese ganzen Kombos. Hier hoch oder links, rechts und zack, zack, zack und sowas da. Ne, warte, so war das? So, ne? Ach, man kann sich auch gegenseitig treffen. Ha. Ja, Kopfnuss hier. Ja, diese ganzen. Auch das hier so da hier. Ne, das sind ja alles verschiedene Kombos hier jetzt gerade. So, das ist schon nicht ohne. Na gut, bei ihm habe ich jetzt die Knöpfe nicht kalibriert. Aber kann man sich auch gegenseitig treffen, ja? Scheinbar nur. Nur bei speziellen Sachen, okay. Ja, cool. Cooles Ding, dass es überhaupt zu zweit geht, finde ich sehr, sehr cool, sehr cool. Ist, also vielleicht testen wir es mal für so eine Double Trouble YouTube-Episode. Also kein Stream in diesem Fall, weil es ist ja nur eine Demo. Müssen wir mal gucken, vielleicht können wir es noch irgendwie dazwischen quetschen. Vielleicht reicht die Demo ja noch für ein paar Tage. Das wäre ganz cool, dann können wir es nämlich auch nochmal machen. Ja, das würde mich freuen. Jetzt im Hauptmenü zurück. Ja, was mich etwas erwischt hat, unerwartet von der Seite, ist halt die Geschwindigkeit auch, ne? Das Ding ist ja rasend schnell. Und dann springst du hier, dann springst du da, dann bist du hier, dann bist du dort, dann bist du überall. Allein das, ja, hat nichts zu tun mit, also dass die Charaktere nicht echt sind und so weiter. Und dann dahin bald. Auch da unten cool, wie in so einem Arcade-Automaten. Ja. Tja. Das ist echt, echt cool, also. Gute Idee. Da stecken gute Überlegungen gerade drin. Interessant ist, dass da unten 2019 steht. Also entweder ist das Spiel schon so lange in Entwicklung oder es gab vorher schon eine Version und die machen jetzt quasi eine umfangreichere Version davon halt, ne? Weiß ich jetzt nicht so genau. Ich drücke mal hier F4 auch. Wir gucken mal kurz hier auf die Seite, weil ich meine nämlich gelesen zu haben. Wollten die zu Kickstarter? Ich weiß das gerade gar nicht. Irgendwas hatte ich letztens gelesen von irgendeinem Titel. Die wollten so Kickstarter, aber das kann auch sein, dass es nicht Okinawa Rush war, sondern irgendwas anderes. Ich weiß nicht genau. Hier auf Steam gibt es auch erst zwei Einträge bei News-Ankündigungen. Einmal Okinawa Rush Demo is now live und den ersten Devlog How Okinawa Rush was born. Genau, da gibt es noch ein bisschen, wer ist das Team, wer sind diese Leute, was ist die Idee dahinter. Also ich gehe fast davon aus, dass es das vielleicht in der frühen Version schon mal gab. So, ne? Und sie halt jetzt das daraus gemacht haben. Ja, hier steht auch Anlehnungen an Amiga-Spiele und sowas. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, cooles Ding. Sollte man im Auge behalten. Sehr gefällt mir der Koop-Modus. Interessant, da steht auch, dass es einen PvP-Modus geben wird. Mal sehen. Und Koop-Spiel mit geteilten Bildschirm. Aha. Also müssen wir nicht. Kann das natürlich sein. Hätte ich jetzt mal ausprobieren können eigentlich, ne? Das, ob der Monitor sich denn, also das Bild sich denn teilt, ne? Naja. Geiles Ding auf jeden Fall. Bockt, schockt, rockt. Man muss nur mit der Steuerung und der Geschwindigkeit klarkommen. Weil die war ja wirklich sehr fix da. Du springst einmal bis hier, bis da, bis dort, auf einmal bist du auf irgendeinem Baum und hä? Du wolltest eigentlich nur eine Kiste zerhauen. Also das ist ziemlich fix. Dann auch die Masse der Gegner und da ist ja Action halt so, ne? Aber ich denke, wenn man das erstmal gemanagt hat, dann ist das auch ganz gut machbar. Ja, ne? Also cooles Ding auf jeden Fall. Wie gesagt, der Zwei-Spieler-Koop-Modus gefällt mir sehr gut und dass es halt auch direkt auf Deutsch einstellbar ist. Großartige Sache, das. Cool, cool, cool. Wenn ihr es selber ausprobieren wollt, Links unter der Videobeschreibung. Wenn die Demo nicht mehr aktiv sein sollte, ich hoffe einfach mal, sie ist bis zur nächsten Woche noch aktiv, da bis zum Ende nächster Woche, dann folgt ja trotzdem der Steam-Seite, folgt den Leuten auf Twitter und so weiter und ja, ne, dann könnt ihr da
auf jeden Fall Bescheid kriegen, wenn es denn weitergeht mit dem Song, genau. Ich dachte gerade an die Musik, die ja eigentlich sehr gut ist auch. Stimmig, alles ist stimmig. Es ist nur ungewohnt schnell. Wenn ich das jetzt so mit Messenger vergleiche oder so, wow, ist das hier echt fix. Coole Sache, Daumen hoch. Ich bin gespannt, was sie noch daraus machen werden. Wenn euch das Video gefallen hat hier, ne? Lasst einen Daumen da, schreibt einen Kommentar, folgt dem Kanal, war auch sehr cool, wenn ihr dann die Glocke drückt, damit ihr Bescheid bekommt. Und folgt uns doch auch auf /BloodandBrain auf Facebook oder Twitch, Instagram /BloodandBrain. Auf Twitch sind wir immer unterwegs, mittwochs 20 bis 23 Uhr, plus minus eine halbe Stunde und sporadisch auch an anderen Tagen, also am besten darum Follow da lassen, dann kriegt ihr immer mit, wann wir da live gehen. Auf Twitter und auf Facebook, eher noch auf Twitter, sind wir auch sehr aktiv, posten, was wir gerade hochladen, wann wir online gehen, wann der Stream startet und so weiter. Kriegt ihr also auch die volle Infodröhnung plus Infos zu Todesschatten Voodoo-Head in unseren beiden Kartenspielen, inklusive Teaserkarten, Regelerklärungen und ähnlichen Sachen. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, schaut mal auf www.bloodandbrain.de und www.todesschatten.com vorbei. Denn da findet ihr dann auch noch Regelwerk, Beispielkarten und Demo-Videos. Die Demo-Videos wiederum sind hier auch auf YouTube zu finden. Einfach How to Play Totenschritt eingeben oder in die entsprechende Playlist hopsen. Einfach auf Playlist. Am Ende dieses Videos findet ihr auch noch eine Playlist. Da findet ihr alle bisherigen Snacken durch. Einfach mal durchklagen, ist bestimmt für jeden was dabei. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.